In gewisser Weise war diese Pressekonferenz die letzte dieser Art, die Holger Platz als Beigeordneter für Kommunales wahrgenommen hat. Denn, so berichtete er heute, als er 2001 gewählt wurde, wusste er noch gar nicht, dass er auch für den Weihnachtsmarkt zuständig ist. Damals war die Weihnachtsmarkt GmbH gerade in Gründung. Man wollte damit den ständigen Streitereien der verschiedenen Interessenverbände ein Ende bereiten. Doch nicht nur das gelang, auch die Qualität des Weihnachtsmarktes hat zugenommen, was zu zahlreichen Investitionen der Beschicker führte, aber auch zu einem beständigen Wachstum bei den Anbietern, die gern alle Jahre wiederkommen. Auch nach den Problemen, die durch Corona-Absage und Corona-Beschränkungen auftraten. Wir freuen uns auf einen normalen Weihnachtsmarkt. Es gibt keine Corona-Auflagen. Es braucht keiner eine Maske tragen. Es muss keiner geimpft sein. Also wie gesagt, wir haben sozusagen einen ganz normalen Weihnachtsmarkt ohne irgendwelche Auflagen. Die Händler sind alle da. Wir haben jeden Standplatz belegt und freuen uns also auf ganz viele Besucher hier in der Stadt. Ja, das wären die guten Nachrichten für alle, die gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und noch eine wurde verkündet. Die vielen Glühweinwirte haben versprochen, dass der normale Glühwein nicht teurer werden soll. Es sind allenfalls Preissteigerungen bei Spezialangeboten zu erwarten. 2 Millionen Besucher will man in diesem Jahr wieder auf den Markt locken. Etwas, was durchaus gelingen dürfte, denn mit 37 Tagen ist er einer der am längsten dauernde, der je organisiert wurde. Am Montag soll es losgehen, natürlich mit dem Weihnachtsmann. Der kommt am Montag in Magdeburg an, wird sich noch mal im Rathaus ein bisschen ausruhen. Und dann die Kinder rufen ihn dann sicherlich zu dem Weihnachtsmarkt. Und er hat auch wieder sein Haus, wo man den Weihnachtsmann im Haus besuchen kann. Nach der Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin will man sich auf den Domplatz begeben. Dort soll dann die Lichterwelt eingeschaltet werden. Eine, die in diesem Jahr zahlreiche Erweiterungen erfahren wird, denn es gibt 13 neue Elemente. Vom Engelbogen in Ottersleben über ein Rennpferd am Herrnkrug-Rondell bis hin zum Küssen unter Mistelzweig an der Ecke Ernst-Reuter-Allee Breiter Weg. Es ist alles dabei und das Lustigste dürfte ein Imbusschlüssel sein, mit dem ein großes Möbelhaus auf seine Montageart aufmerksam machen will. Ja, und aufmerksam wollen wir noch auf ein paar Neuerungen machen, die es diesmal auf dem Weihnachtsmarkt zu entdecken gibt. Es gibt neue Olivenholzprodukte, die man aus Tunesien anbietet. Auch viele Leckereien wie spanische Paella haben wir neu, Potato Cheese Balls, das sind quasi so Kartoffelbällchen mit Käse gefüllt. Ja, und ansonsten alle bekannten Spezialitäten und Süßwaren, die wir immer schon auf dem Weihnachtsmarkt haben. Also am Montag geht es um 17 Uhr los und dann bis zum 29. Dezember. Nur am 24. und 25. macht man eine kleine Pause. Die Lichterwelt wird dann nach dem 15. Januar wieder abgebaut und ab dann wird wieder richtig Strom gespart.